Carmen Nebel, 66, wagte den großen Schritt. Seit 1979 ist die unvergessliche Moderatorin aus der deutschen Fernsehwelt nicht wegzudenken. Mit ihrer charmanten Art führte die studierte Lehrerin durch zahlreiche Musikformate der öffentlich-rechtlichen Sender und eroberte schließlich 2004 mit ihrer eigenen Show namens Willkommen bei Carmen Nebel, die Herzen des Publikums. Doch ihr Privatleben blieb lange Zeit im Verborgenen. Doch nun gibt es eine aufregende Neuigkeit: Carmen Nebel hat geheiratet. Wie aufregend! Laut Bildbericht ist die 66-Jährige bereits seit 2011 mit Norbert Endlich, dem Vater der Schlagersängerin Ella Endlich, 39, liiert. Nach über 10 Jahren voller Liebe und Harmonie haben die beiden nun den mutigen Schritt vor den Traualtar gewagt. Bereits im Dezember 2021 sollen sich Carmen und ihr Liebster das Jawort gegeben haben. Aber wusstet ihr, dass diese Liebesgeschichte bereits vor vielen Jahren begann? Schon zu DDR-Zeiten hatten Carmen und Norbert eine Beziehung, doch damals war sie nicht von langer Dauer. Nach nur 6 Monaten trennten sich ihre Wege aufgrund der Einflussnahme der Stasi, wie sie 2013 in einem Interview mit SUPRLU enthüllte. Aber das Schicksal hatte andere Pläne für das Paar. Rund 25 Jahre nach ihrer ersten Begegnung fanden sie erneut zueinander. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Liebe ihren Weg findet und zwei Menschen nach so vielen Jahren erneut zusammenführt. Carmen Nebel hat gezeigt, dass es nie zu spät ist, dem Herzen zu folgen und den wahren Partner fürs Leben zu finden. Wir wünschen dem frisch verheirateten Paar alles Glück dieser Welt und viele gemeinsame glückliche Jahre. Lasst uns gemeinsam Carmen Nebel zu ihrer Liebe gratulieren und die Magie der wahren Liebe feiern.